Jetzt kommen wir zu einem sehr großen Tesla-Blog, der mit den Artikeln, die sind jetzt nicht mehr alle chronologisch, also wie sie in den Wochentagen aufgetaucht sind, sondern so wie sie in die Geschichte am klügsten passen. Und zwar, wir kommen hier nochmal auf die Aussage von der vergangenen Woche zurück, wo Tesla bekannt gegeben hat, dass nur noch bis letzte Woche Sonntag das Model S und Model X mit der 75 Kilowattstunden Batterie bestellbar war. Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. 2014 bis 2017 hatten sie nämlich mit Panasonic einen recht großen Deal ausgemacht für 2 Milliarden Zellen. Die hat Panasonic wohl nach Hochrechnung Ende vergangenen Jahres erreicht. Wir sind jetzt so bei 2,3, 2,4 Milliarden Zellen, die Panasonic hier für Tesla gebaut hat, die 18650er. Und hier geht es jetzt einfach darum, dass man davon ausgeht oder dass davon auszugehen ist, dass es mehrere Gründe gibt, warum es den kleineren Akku nicht mehr geben wird. Der erste Grund ist hier ganz klar, dass man sich auf die neuen 2170er Zellen konzentrieren wird. Die sind aber von der Form her etwas größer und werden somit eine Änderung des Bodens von den entsprechenden Fahrzeugen benötigen oder ein entsprechendes Redesign benötigen. Die Zellen haben eine höhere Energiedichte und sind dadurch natürlich auch fähig, dann höhere Laderaten anzunehmen. So, und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, warum gibt es den 100er nur noch mit den alten Zellen. Dieser wird relativ sicher auch die hohen oder die erhöhten Laderaten an den Supercharger Version 3 entgegennehmen können, weil eben weniger Cs auf dem Akku bei der B- und Entladung liegen werden als bei dem 75-Stunden-Akku. Der zweite Grund, den ich gerade angesprochen habe, ist, dass Tesla hier die alten Zellen, die 18650er Zellen auslaufen lassen wird und hier komplett auf die neuen Zellen, die seit dem Model 3 im Betrieb sind oder genutzt werden, die 2170er umstellen wird, sodass sie nur noch eine Zellensorte herstellen müssen, somit natürlich schneller und wahrscheinlich auch besser produzieren können. Heute liegt ungefähr der Kostenvorteil, den Tesla in seiner Gigafactory mit Panasonic zusammen anderen Zellenanbietern hat, bei 20-25%, und das kann natürlich dann weiter ausgebaut werden, wenn ich mich nur noch auf eine Zelle konzentriere. So, warum kann ich nicht einfach den 75 Stunden oder Kilowattstunden Akku auch mit den 2170er machen? Wie ich schon gesagt habe, selbst unter dem Model S ist es nicht möglich, diese Zellen weiter zu nutzen. Da reden wir, glaube ich, von 5 Inches, das sind fast 12 Zentimeter, die ich mehr bräuchte. So, weil dann wären nämlich diese Zellen nicht nur in einer Linie benötigt, sondern in mehreren Linien benötigt, um höhere Akkukapazitäten hinzubekommen. Und da sieht man halt dann schon, dass das Fahrzeug damit eigentlich komplett umkonzipiert werden muss. Und darum die große Anzahl an Zellen, also die 100 Kilowattstunden, können auch zukünftig mit hohen Laderaten am Supercharger 3 laden, aber eben wahrscheinlich nicht die 75er Akkus, weil die dadurch zu viel Stress hätten oder vielleicht sogar da in, wie sagt man das, in Garantiefälle laufen könnten. So, ein zweites Thema, und darum habe ich es ja auch in die Überschrift reingeschrieben, Tesla dreht an der Kostenschraube, ist, dass relativ kurzfristig das Referral Program geändert oder beendet wird. Und das entstand auf einen Tweet, den Elon gemacht hat, der ist auch hier unten zu sehen, also dass es jetzt zum 1. Februar ausläuft, und es gab auch mehrere Nachfragen, dass es ja eigentlich gerade erst verlängert wurde bis zum 11. März. Und jetzt, es gab schon mehrmals Ankündigungen, dass es ausläuft, dann ist es wieder neu gestartet worden, aber dieses Mal klingt es doch sehr
ernst und es werden halt auch mehrere Gründe gegeben, warum das der Fall ist. Also Tesla muss hier einfach von den Kosten, die sie für die Fahrzeuge haben, runterkommen, damit sie profitabel weiterarbeiten können. Jetzt können natürlich viele sagen, ja, das ist ja nicht wirklich teuer, da 6 Monate oder 9 Monate Supercharging abzugeben. Das Problem ist vielmehr, dass hier doch sehr große Staffelungen von den Geschenken, die man bekommen kann oder diesen Incentives, die man bekommen kann, für die Fahrzeuge gibt. Und so ist es so, dass ja Tesla gesagt hat, für 55 Referrals, also für 55 weitergeworbene, bekommt ihr ein Roadster. Und man geht davon aus, dass diese 80 Roadsters, die es heute schon sind, die Tesla für free weggeben muss, und da sprechen wir mal eben von 20 Millionen, die sie nicht verkaufen, sondern die sie einfach mal verschenken. Also ein Ding dürfte um die $250.000 kosten. Bei 80 Fahrzeugen kann jeder selbst rechnen, sind das ungefähr 20 Millionen US-Dollar, die sie hier for free rausgeben. So, und das hat halt wirklich viel oder sehr hohe Kosten auf sie ausgelöst. Und wir wissen auch, dass die Margen gerade beim Model 3 nicht ganz so groß sind. Und wenn ich da ja, 1 und 1 zusammenzähle, dann muss ich halt einfach diese Kosten irgendwie zusammenkriegen. Interessant ist, und jetzt machen wir das mal eben hier, dass dieses toptesla-stats.no, also das ist eine Seite in Norwegen, oder mit, zumindest mit norwegischer Top-Domain, hingegangen ist und mal eine Analyse darüber gemacht hat, wo denn die Top Referrer in der Welt sitzen, und wir haben hier auf Platz 2 einen Horst aus Deutschland. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch weiß, wer dieser Horst aus Deutschland ist. Wen wir hier auch haben, ist der Björn aus Norwegen, kennt auch jeder von euch. Den Frederik hier aus Kanada kennt auch jeder von euch, das ist nämlich der von Electric. Den Ben aus den USA sollte auch jeder kennen, aber interessanter wird das. Also ihr könnt das hier auch nach dem Land machen und dann seht ihr, was selbst in Deutschland an Fahrzeugen hier weiterempfohlen wurden oder wo Weiterempfehlungscodes dazu kamen. Und ihr seht gerade hier im Dezember, Januar, wo die Thematik mit dem Model 3 auch mit dazugekommen ist, ist das doch bei einigen extrem nach oben gegangen, also eigentlich auch schon vorher, aber dass da natürlich wahrscheinlich Kosten entstanden sind, die man so nicht geplant hat und wo man eigentlich ja jetzt die Notbremse gezogen hat. So, ein weiterer Punkt, der dazu kommt, ist, jetzt machen wir das mal wieder an, damit das hier ein bisschen schicker aussieht, dass die Gigafactory 3 gebaut wird und weiterentwickelt wird. Jetzt können viele von euch sagen, was hat denn das bitte damit zu tun, dass die Kosten sparen müssen? Sage ich euch, und zwar beim letzten Mal, als es darum ging, die Gigafactory zu bauen, hat auch Tesla 9% seiner Mitarbeiter vorher freigesetzt, also denen eine Kündigung geschrieben. Und so ist es jetzt ja, dass diese Woche bekannt wurde, dass sie 7% ihrer Mitarbeiter freistellen. Und das mit der Finanzierung für die Gigafactory damals zu tun hat oder mit der Finanzierung von Produktionsstraßen zu tun hatte. Jetzt habe ich euch ja gesagt, und das ist auch das, was eigentlich immer noch mein Wissen ist, dass diese Gigafactory 3 überhaupt nicht mit Fremdkapital von Tesla, also was Tesla besorgt hat, finanziert wird, sondern dass das chinesische Investoren sind, die sich hier an der Gigafactory 3 beteiligt haben. Nichtsdestotrotz ist es... Moment, das müsste dann hier hingehen. Ist es dementsprechend so, dass es davon ausgegangen wird, dass diese Kosten, die da entstanden sind, zu hoch sind und dass sie reduziert werden müssen. So. Diese ganze Bekanntgabe basiert halt auch auf einer E-Mail wieder, die Elon an die Mitarbeiter geschrieben hat. Und was ich besonders interessant finde oder beziehungsweise vorbildlich finde, ist, diese gleiche E-Mail ist auch an die SEC gegangen, damit es da nicht wieder die Informationen gibt oder den Schaden in Richtung Tesla gibt, dass Tesla hier oder Elon Informationen erst an Außenstehende weitergegeben hat und dann an die Mitarbeiter
So. Daraufhin ist die Tesla-Aktie relativ ja, abgestürzt, weil Elon nämlich auch in dieser E-Mail, die veröffentlicht sagt, schreibt, dass die Q4-Zahlen nicht so gut sind und nicht so profitabel, wie es in dem Q3 war. Und dass sie hier diese Maßnahmen tätigen müssen, um ja, profitabel auch weiter in die Zukunft zu sein. Er sagt, die Zahl ist schwarz. Er geht hier aber eher von 100 Millionen oder bis zu 100 Millionen positiven Cashflow im Q3 aus und nicht wie es im Q3 war von 312 Millionen. So, jetzt gucke ich mal eben ganz schnell rüber. Der Axel Müller hat nämlich etwas an mich geschrieben. Das Referral-Programm war absurd. Für 50 Empfehlungen einen Roadster 2 für 250 1.000 Euro, ja, US-Dollar rauszugeben, bedeutet 5.000 Euro je verkauftes Fahrzeug. Das sind Kunden, die sowieso bestellt hätten. Ist genau der Punkt. Und jetzt überleg mal, wie du 5.000 Euro bei einem Model 3 reinholen sollst, was ja mit in dieses Referral-Programm reingekommen wurde oder reingenommen wurde. Und das ist sicherlich einer der Gründe. Zusätzlich ist es ja noch so, dass ja nicht nur die 5.000 Euro da sind, sondern du bekommst ja auch nach Stages, zum Beispiel für drei Referrals, ja schon einen Satz Reifen, also Felgen und Reifen. Das sind sicherlich auch nochmal 3.000, 4.000 Euro, die da als Gegenwert fließen und das ist sicherlich zu hoch. Ist natürlich auch genau die Frage, was würde Werbung kosten? Also Tesla macht ja eigentlich offiziell keine Werbung, dass sie irgendwie TV-Spots drehen und im Fernsehen zeigen oder im Social Media zeigen, sondern das lief ja meistens über dieses Referral-Programm, dass da ja ganze Existenzen drauf basieren. Also wenn ich mir den Ben Sullins von Tessonomics anschaue, der vorher auch Berater war in Richtung Data Analytics, der seinen Job hingeschmissen hat und sich selbstständig gemacht hat, die rechnen natürlich auch viel mit solchen Einnahmen. Also sie haben einmal die Einnahmen bei YouTube, da ist relativ bekannt, dass für 1.000 Aufrufe, wo Werbung auch geschaltet ist, irgendwie zwischen 4 und 12 Dollar fließen. Da kann jeder die eigene Rechnung machen, wie häufig ein Video oder wie häufig Videos im Monat geschaut werden müssen, dass sie davon leben können. Und natürlich rechnen sie mit solchen Referral-Programms. Ihr habt das gesehen, der Fred von Electric oder der Tesla Björn Nyland aus Norwegen, die haben damit sicherlich sich recht reich gestoßen mit dieser Empfehlung von den Fahrzeugen, was ja auch absolut in Ordnung ist. Aber es muss auch einfach verständlich sein, dass da wahrscheinlich jetzt die kritische Masse auch erreicht ist, dass die Fahrzeuge auch so bestellt werden und Tesla da wirklich zu einem erwachseneren Unternehmen werden muss, wo sie halt wirklich diese Vorgaben, die auch an der Börse von Relevanz sind, einhalten müssen und da weitermachen. Ja. Das ist auch ein Punkt, den habe ich heute Morgen noch, bevor ich die Sendung gestartet habe, gefunden. Und zwar, und das war auch meine Vermutung, wir kommen da in relativ unruhige und unbekannte Fahrwasser, was der Fortbestand der Stromkosten an Superchargern oder auch an Ladesäulen ist. Also wie wird sich das weiterentwickeln? Ich glaube, es muss jedem klar sein, kostenloses Laden wird ein endliches Modell sein und auch Zahlung von 2 bis 4 Cent pro Minute ist schwierig, dass das ein erfolgreiches Geschäftsmodell ist. Und ich denke auch, wir müssen eher in den Rahmen denken, dass wir zwischen 25 und 30 Cent ist wahrscheinlich ein fairer Wert für eine Kilowattstunde, ungefähr das, was man auch zu Hause zahlt. Vielleicht geht es ja auch sogar eines Tages, dass man das anhand seines Stromtarifes, den man zu Hause macht, klärt, was ich für den Strom auch an den Ladesäulen zu zahlen habe. Nichtsdestotrotz ist hier das Thema wirklich dramatische Erhöhungen. Wir wissen, dass die Preise schon im vergangenen Jahr erhoben wurden und jetzt auch wieder um teilweise, also in einigen Staaten um 100% erhöht.
Aber wenn man jetzt einen Schnitt drüber zieht, reden wir so von 20-40% Erhöhung. Das ist natürlich etwas, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und das macht natürlich dann auch für den einen oder anderen diesen Business Case eines Model 3s kaputt. Oder auch von allen anderen Fahrzeugen, die jetzt nicht mehr lebenslanges Superchargen bekommen werden. Weil das bedeutet, ihr müsst das Fahrzeug länger fahren. Und ich hebe nochmal den Finger und sage, wer dieses Fahrzeug fremd finanziert, also über einen Kredit und über einen, wenn es angeblich ist, ist es ja möglich auch zu leasen. Bei dem Leasen ist es wahrscheinlich nicht so das Problem, weil ihr nach der Leasingdauer das Fahrzeug einfach zurückstellt, wenn ihr vernünftigerweise ein Kilometer Leasing gemacht habt. Aber wenn ihr das Fahrzeug zum Beispiel über 8 Jahre finanziert und voll abschreiben wollt in diesen 8 Jahren und ihr seid mal von 2.000 bis 2.500 Euro Einsparungen pro Jahr ausgegangen, dass ihr da weniger Kosten für den Treibstoff habt, dann kann so eine Rechnung relativ schnell unter Druck geraten. Und darum habe ich auch damals gesagt, wer für 8 Jahre sich sein Fahrzeug finanziert, der weiß ja nicht, was in diesen 8 Jahren noch alles passiert. Also sehr, sehr kritisch. So, der Marcelino schreibt mir noch etwas. Der Markt macht mir beim Strompreis keine Sorgen, die Politik halte ich für gefährlich. Das geht hier wahrscheinlich noch in Richtung Tesla und der Solar Electric Fan hat jetzt gerade mal den Aktienkurs, das müsste der Schlusskurs von gestern Abend gewesen sein, für die Tesla-Aktie von 266,27 Euro rausgesucht. Also wir waren die Tage vorher im Bereich $350. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das machen wir mal eben nebenbei und gucken schnell in die Aktien-App, wie sich das denn so verändert hat, weil ich meine, das ist weit über 10% Verlust, um Gottes Willen, ja, ist es. Also ich habe Schlusskurs $304, also bin ich absolut bei euch. Wenn ich mir die Woche angucke, dann wir waren bei über $352 und sind jetzt bei $303, das heißt, wir waren sogar schon unter $300. Das heißt, also wir haben da fast 20%. 20% bin ich jetzt richtig? Hier sind die 10%. 10, 20, doch 20%. Also fast 20% an Wert verloren. Und das sind natürlich Punkte, die sind schwierig. Also ja, normalerweise, ihr wisst, was ich davon halte, wenn man Leute freisetzt, dann ändert sich der Aktienkurs normalerweise nach oben, aber das sind so viele kritische Themen oder so viele Warnungen, die da auch durch den Brief geschossen worden sind oder durch die Änderung, dass das Referral-Programm rausgenommen wurde, dass es nur noch die große Batterie gibt, dass es hier jetzt auch die Preiserhöhung bei den Superchargern gibt. Das heißt, da wird wirklich hart an der Kostenschraube gedreht und ja, die Controller bekommen mehr und mehr Macht in dem Unternehmen, dass da auch auf diese Warnung gehört wird.